Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich bin gerade auf dem Weg zu unserer Massenschlägerei an einem Kind vorbeigekommen, was mir 5000 Pfund gegeben hat. Und das erste, was man mit diesen 5000 Pfund macht, ist, wo ist es? Genau, hier. Berühmt und berüchtigt zu werden. Und das ist das ganz Schöne, jetzt greifen mich die Leute nicht mehr ab. An. Und, gibt's sonst noch was? Bombenrabatt. Schwarzmarktbeziehung. Hehl. Gut. Auf jeden Fall greifen mich jetzt Leute auf der Straße nicht mehr so einfach an. Was wunderschön ist. Und jetzt. Kommen Sie mit, Miss Fry. Gibt es etwas, das Sie wissen sollten? Das zu zeigen, wer diesen Bezirk kontrolliert. Spielen wir unsere Massenschlägerei. Mal gucken, was jetzt los ist. Meine Grafikkarte hängt wieder an der 60-Grad-Marke. Miss Plum hat, wenn auch zögerlich, ihre Herausforderung angenommen. Alle Waffen sind erlaubt. Mögen die Stärkeren gewinnen. Miss Plum. Oh. Aua. Gib die Hoffnung nicht auf. Lasst jetzt bloß nicht nach. Aua. Freunde erledigt. Dafür schlachte ich euch ab. Oh. Jetzt wird die böse. Hey. Dafür wirst du bezahlen. Hey. So. Ich würde sagen, ich habe es geschafft, oder? Ladies and Gentlemen, wir sind Evie und Jacob Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr für uns. Gut. Ah, ein Upgrade für die Rauchbombe. Sehr schön. Und 400. Was schwebt da in der Umgebung? Was ist das? Sieht aus wie ein kleines Kohlestück. Das ist ein kleines Kohlestück. Wieso schwebt das? Und wieso hat das nicht auf dem Boden zu sein? Egal. Ja. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt noch eine Hauptmission. Und zwar hier vorne die. Das Problem ist jetzt nur dummerweise, wir haben nicht mehr genügend Munition. Oder wir haben nicht mehr viel Munition. Was schade ist, aber das ist halt so. Hilfe!
Holen wir uns einfach Munition. So holt man sich neuerdings Munition. Was? Ey, wieso? Wir hauen von mir ab. Wieso denn? Ich bin doch ganz lieb. Ich möchte doch nichts tun. Hey, bleib doch bei mir. Der hat gerade die Laterne umgefahren. Der ist wirklich betrunken, der Fahrer. Warum fährt jemand eine Laterne um? Boah. So. Weiter, Mädchen. Sechs Fähigkeiten verfügbar. So, jetzt. Geht doch. Naja. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. Sieben kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab. Und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Keinen einzigen Polizisten des Konvois. Ach, der fährt auch wieder mit dem. Da hole ich mir einfach mal ein Pferd, ja? Es geht ja gar nicht, dass die ganze Zeit von mir wegfahren. Ich muss keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Weiter, Mädchen. Oh oh. Nicht gut. Wie kriege ich die denn jetzt weg? Ich darf die ja nicht. Habe ich meine Bomben? Meine Bomben. Ey, das ist unfair. Die hauen wieder ab. Wieso hauen die immer ab? Habe ich es denn jetzt geschafft? Also was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Ich habe keinen Polizisten getötet. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Wir haben keine Zeit. Machen Sie hin.
Waggons mit Verstärkung abkoppeln. Okay. Ach so. Haben wir hier unsere... Ne. Schade, ich dachte... Komm mal her. So, schleichen. Messer. So. Ich möchte hier gerne suchen. Nein, die nicht. Gut, gut. Koppeln. Was ich suche. Komm, dann lass mich den Waggon abkoppeln. Na, wer sagt's denn? Das muss ich jetzt... Ah, ich muss jetzt hier Nerv verteidigen. Gut, gut. Pistole. In Achtung, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. War es das jetzt? Es wäre jetzt einfach gewesen. Die Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Gut, gut. Ach. Naja. Ich hab's dann irgendwie nicht hinbekommen. Was schade ist, aber... passiert. Oh je,
Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz, alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Ah. Halt zum Überspringen. Ja, am Zug könnte ich mal nochmal vorbeigucken. Genau. Shellack ist ja aus Läusen gewonnen. Und also Shellack ist ziemlich teuer. Na, was gibt's denn hier? Auf dem Schwarzmarkt zugreifen. 700 Kugeln. Ah, brauche ich alles nicht. Kriege ich alles so unterwegs. Fassen und Ausrüstung kann ich auch unterwegs. Also irgendwie komisch, dass man jetzt nicht mehr wirklich so... dass man alles so unterwegs so also, hat zum Zugreifen. Das 3500. Ja. Was hatte ich denn hier nochmal? Ah, wir sind gerade bei Sequenz 5. Ein paar Attentate hatten wir schon. Die hatten wir schon. Derek muss dran glauben. Und hier... genau, Gang-Upgrades könnten wir auch nochmal machen. Und zwar... Bombenrabatt, Schwarzmarktbeziehung. Auf alle eingehenden Konten. Schwarzmarktkontakte. Stadtübernahme. Oh, aber es kostet 10.000. Ich glaube, dieses Ale ist gut. Wenn man dann hier Briefkastenfirmen einsetzen kann. Bringen die Gesetz zur Senkung der gewerblich erhöhten standardmäßigen Geld, die in der Versteck hinterlegt wird, um 25%. Ist doch was. Ist doch was Ordentliches. Ja, ich habe ja einen Messingschlagring. Waffen. Ein Stock. Ne. Dafür habe ich noch zu wenig. Aber ich habe Fähigkeiten. Und da wir Jacob sind, würde ich sagen, rüste ich mal den Kampf noch etwas aus. So, Hinrichtung. Hinrichtung 2. Das klingt auch ganz gut. Herstellung. Upgrades. Kann ich nichts machen. Schade. Ausrüstung. Kann ich auch nichts machen. Müsste mir alles freischalten. Das wäre so... das, was ich gerne machen würde. Naja, wir haben jetzt 18 Minuten. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.